Alle Sinne waren bei der diesjährigen Quizrallye der Landjugend Braunau wieder gefragt. Sei es beim Traktorfahren, Rätsel lösen oder Gewürze erraten. Hier konnte jeder zeigen, welches Talent so in ihm steckt. Wir sind die einzigen in ganz Oberösterreich, die es dann ausrichten. Es geht hauptsächlich um den Spaß. Es geht jetzt nicht um so ernst, sondern dass einfach eine Freude dabei ist. Und darum haben da immer sehr viele Teilnehmer bei uns dabei und die freuen sich, wenn sie losfahren dürfen. Und so funktioniert die Quizrallye. Also die Teams von den ganzen Ortsgruppen kommen zu uns zu, beim meinten sie an. In Viererteams, das heißt zwei Dirndl und zwei Burschen. Der Kilometerstand wird abgelesen von den Autos, da die Kilometeranzahl am Bewerb mitzählt. Das heißt, die kürzeste Strecke ist zu finden. Sie kriegen von uns eine Landkarte, wo die Stationen eingezeichnet sind. Und das Team muss dann bestmöglich die Stationen absolvieren. Gerade die Strecke barg so einige Hindernisse. Unsere andere Gruppe hat sich ein bisschen verfahren. Bei manchen Höfen war es schon so, da haben wir zugeschaut, aber es war nichts dort, weil wir uns eben da haben. Man muss schon genau schauen, wo es ist, die Station, und schauen, ob Autos zum Beispiel dort stehen. Hatte man die Stationen endlich gefunden, galt es dann, die Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen zu meistern. Was manchem Teilnehmer im wahrsten Sinne des Wortes so gar nicht schmeckte. Am besten hat mir eigentlich die Fragestation gefallen. Also das ist immer eine von den lustigsten, wo es ein bisschen so um die Ortsgeschichten und so geht. Aber auch das Kreiter erraten, das war auch wirklich eins von meinen Lieblingsstationen. Und das kann man auch gar nicht so einschätzen. Mir hat die Station mit den Gewürzerraten eigentlich getaugt. Es war zwar relativ schwer mit dem Joghurt dann gemischt, aber es war einfach lustig auch. Wie auch das Joghurt das verfälscht, das war recht interessant. Ja. Naja, ich fand die Station mit den Gewinnstangen schätzen war für mich die interessanteste, weil man da einfach sagen hat müssen, ohne dass man sagt, wie lange so ein Gewinnstangensticke ist. Aber war einfach interessant. Ausgerichtet wird die Quizrallye jedes Mal von einer anderen Ortsgruppe. Man will es den Teilnehmern ja schließlich nicht allzu leicht machen. Also ja, wir sind vom Vorstand, glaube ich, 3 Mal oder zusammengekommen. Am Anfang haben wir ausgemacht, ja, wo wir die Stationen machen und die Ideen eingesammelt von jedem Einzelnen. Und dann haben wir eine Location gesucht, wo man die Hauptstation machen kann, wie zum Beispiel da im Feuerwehrhaus. Noch an die einzelnen Stationen, wie weit das zum Fahren ist, dass vielleicht schön auseinander liegen. Ich meine, die meiste Arbeit hat der Vorstand gemacht, die organisatorische und die restliche Landjugend hat uns am Aufbau geholfen und hat uns bei der Austragung von der Veranstaltung geholfen. Bei der Landjugend hilft man eben zusammen und auch bei der Quizrallye siegte schließlich der Teamgeist. Ja.